Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy immer noch. Hallo. Und wir betreten jetzt die Mühle in der Hoffnung, dass unsere Freundin natürlich noch da ist. Abgeschlossen, willst du mich verarschen? Sie hat gesagt, treffen bei der Mühle, du Wichser. Was ist denn das für eine Kacknutte? Oder war es Mühlentor? Auch abgeschlossen, hä? J. Alle Quests. Warte, Charaktere, da, Charaktere. Nicht Abigail, wie hießen die alte nochmal? Vesna. Eine Bardame in einer Raststätte im Umland. Ein resolutes Mädchen, das Essen und Alkohol verkauft. Mehr Informationen kriegen wir jetzt ja nicht. Ja. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ertrunken. Ach, ich habe keinen Platz mehr, ne? Kacke. Wofür? Ja, für alles. Ich habe gar keinen Platz mehr. Mein Inventar ist voll. Ja, Oder sind ertrunkene jetzt. Gehirne? Ja, sind Quest, nein, sind Alchemie-Gegenstände. Okay, dann kann ich die doch umbringen. Dann kann ich die doch weglatzen. Möchtest? Ja, möchte ich. Du bist gemein. Und dann quatsche ich nochmal mit der Alten, warum sie nicht da war. Nein, das ist sehr nett. Und was ist ein Nadir? Weiß ich nicht. Ertrunkener. Gut, dass man die einzeln aus einer Gruppe rauspullen kann. Ich fand's cool, was die Alte für eine Geschichte über Ertrunkene erzählt hat. Hat sie erzählt? Dass Ertrunkene entstehen, wenn Leute, die Unter großen Qualen oder sowas sterben? Nee, irgendwie was mit Liebe und so einer Scheiße. Und der große Hoffnung. Ja, stimmt. Das habe ich auch irgendwie gehört, die Geschichte, aber da hatte ich das Buch schon gelesen. Ich unterstütze die Wirtschaft von Witcher, nicht so wie du, der alles nur verschenkt. Was machst du? Ich unterstütze die Wirtschaft in The Witcher und kaufe Bücher. Okay, Nadir scheint auch ein Ertrunkener zu sein. Ein ganz spezieller Ertrunkener halt. Oh ne, weiß ich gar nichts. Den mache ich gerade kalt, oder besser gesagt, er macht mich gerade kalt. Starker Kampfstil und. Okay, der haut mir ganz schön aufs Maul. Vitalität wird durch zugefügten Schaden geschwächt. Wenn der rote Balken 0 anzeigt, stirbt Geralt. Ja, ist nicht schön. Ich bin tot. Gut. Was passiert dann? Ich muss laden? Ja. Boah, bin ich froh, dass ich gerade noch gespeichert habe, Alter. Ja, in Witcher 3 ist das nicht mehr so. Was passiert in Witcher 3? Du wirst einfach wiederbelebt am letzten Lagerfeuer. Doch, das, ja, das stimmt, das auch. Einfach schnell laden. Okay. Was haben wir denn für Tränke dabei? Waldkauz erhöht Ausdauerregeneration, Schneesturm verbessert Reflex- und Reaktionszeit. Na, für den sollten wir noch keinen Trank trinken, oder? Weiß ich nicht. Obwohl eigentlich schon, weil ich benutze auch Tränke nur für Bosskämpfe. Naja, ist ja noch kein richtiger Boss, ne? Ja, aber er ist für stärkere Gegner, kannst du die Tränke halt benutzen, weil sonst brauchst du sie wirklich gar nicht. Ich mache ihn gerade auch ohne Trank halt.
Ah, ich kann ja auch mal zaubern, fällt mir gerade ein. Mit Zaubern kann man ja die meisten Gegner einfach so erledigen. Kopf eines ertrunkenen Toten, cool. Neue Quest, das Ungeheuer des Sees. Nein, der See? Hab ich nicht gelesen, richtig, scheiße. Ach, die Quest habe ich gar nicht gemacht, fällt mir auf. No. Ich lock mir jetzt erstmal alle Ertrunkenen an und dann mache ich hier einen Gruppenkampf. Davor saufe ich mir nochmal eine Schwalbe rein. Weil er erzählt wohl, dass richtige Profis sich gegen bis zu neun Gegner mit dem Kampfstil wehren können. Ich muss sagen, hat gerade ganz schön gut funktioniert mit dem Kampfstil. Ich habe 5 Stück kalt gemacht damit. Ja. Der geht, wird da immer stärker immersiert, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube, hier steht ganz viel unbekanntes Kraut, das aussieht wie Schwellkraut. Ich hätte vielleicht wirklich diesen Scheiß lesen sollen erstmal. Kann man schwimmen? Nein, aber du kannst ein bisschen ins Wasser gehen. Ja, habe ich gerade gesehen. Hat mich nicht so beeindruckt. Schölliges Kraut. Ja, Schöllkraut kann man... Also ich habe jetzt schon 19 dabei. Beim Gruppenkampf schlägst du manchmal Leuten Körperteile und so ab. Das habe ich schon gesehen. Köpfe zum Beispiel. Oder Hände habe ich auch manchmal. Okay, ich verstehe jetzt zwar nicht, warum wir uns mit ihr nicht treffen konnten. Wahrscheinlich wollte sie sich wirklich abends treffen und nicht unter der Nacht. Ich gehe mal hin zu ihr und frag mal. Aber sie meinte auch am nächsten Tag und dann statt im... Also dann habe ich so ein... gekriegt und dann war halt eingeblendet, ich sollte mich heute Abend mit einer Flasche Wein am Mühlentor einfinden. Was für eine Flasche Wein? Ja, ich habe 9 Flaschen Wein, Alter. Und zwar den besten. Richtig. Nur sicher? Das Beste. Ja. Steht hier bei. Dann könnte ich in dieser Nacht aber vielleicht noch den Schrein schaffen. Gut, dann machen wir in dieser Nacht vielleicht noch den Schrein. Gut, ist sie denn da gerade? Ist abgeschlossen, schade. Die Holztruhe ist wieder voll, danke. Ach nee, da war nur noch ein Dolch drin, den ich nicht benutzen wollte. Gut, dann gehen wir mal schnell los und machen nochmal den letzten Schrein fertig. Scheiß Bagessen, nee, ich ignoriere ich jetzt. Ich habe mal gar keine Lust auf dich gerade. War das gemein. Scheiße, Mann, ich will aber jetzt nicht schon wieder 6 Stück davon töten und die Scheiße nicht mitnehmen können, weil ich voll bin. Rennt man schnell, wenn man keine Waffe in der Hand hat? Nein. Eigentlich ist das dasselbe Tempo, glaube ich. Ja, kommt mir auch so vor. Wenn du betrunken bist, kannst du deine Waffe ziehen, bist schneller. Ja, das habe ich schon gemacht. Eben die ganze Zeit. Kann man die Waffe auch irgendwie mit Tasten ziehen, weißt du das? Weil ich habe noch nichts rausgefunden. Also irgendwie stand im Intro über Y und so. Da kannst du halt die Kampfstile auswählen, das weiß ich, das mache ich auch immer. Das mache ich zum Beispiel nie. Ja, das ist das. Über U kannst du die Fackel auswählen. Okay. Also die zweite Waffe. Genau, über Ü die Axt. Nee, über Ü kann ich nichts auswählen. Doch jetzt. Jetzt sieht er die Axt plötzlich. Und auf Sternchen kannst du dein Silberschwert dann später auswählen. Oder auch nicht. Ich hab versehentlich einen Reisenden umgebracht. Ja, egal, das passiert. Ja, aber das war der Typ, der mein Kumpel war. Jetzt anscheinend nicht mehr. Nee, jetzt ist er tot. Warum laufen die auch mitten in der Nacht durch die Gegend, Mann? Dann kann ich doch nichts dazu, dass ich versehentlich umbringe. Warum laufen die auch mitten in der Nacht durch die Gegend? Dann kann ich ja nichts dazu, dass ich umbringe. Warum tötest du sie aus Versehen?
weil ich mit Bargästen gekämpft habe, die ihn umbringen wollten. Da dachte ich mir, ich kann ihn nicht allein stehen lassen mit den Bargästen. Dann habe ich den Gruppenkampfstil ausgewählt und um mich geschlagen und dann war er tot. Das ist schade. Ich glaube, die Leute hassen mich jetzt. Nein. Niemand darf Vizima betreten. Also, sie nennen mich Mörder und sagen Hilfe. Alter. Oh, wie viel von diesem scheiß Schöllkraut hier rumsteht, ey. Wofür braucht man Schöllkraut? Für Schwalbe? Weiß ich nicht. Ja, du hast doch gerade gesagt, du brauchst Schöllkraut. Braucht das für eine Quest. Achso, okay. Haltet den Mörder. Ich hab doch nicht. Ich wollte es doch nicht. Was? Sie beschimpfen mich alle als Mörder. Ja, weil du einer bist. Warum machst du auch so einen Scheiß? Ja, versehentlich. Also, als ich einen Gruppenkasten ausgewählt habe, konnte ich Leute nicht einfach so treffen. Da habe ich dann nur die Gegner getroffen. Also ich habe ihn bei mir einfach umgelassen. Ich habe auf den anderen Bargästen drauf gezielt. Vielleicht ist er auch einfach von Bargästen gestorben, das glaube ich nicht. Vor allem, weil mich jetzt alle Mörder nennen. Weil du vielleicht einer bist? Nein. No, das dauert noch richtig. Was? Hier sind noch mehr Häuser, ernsthaft? Wenigstens bin ich gleich beim Schreien. Alter, wie viel Schöllkraut hier rumsteht. Also man Schöllkraut immer schön mitnehmen. Ja. Ich habe jetzt also 25 oder so. Also ich habe jetzt 5 für die Quest gebraucht und davor auch noch mal kurz was, aber naja. So, jetzt kann ich ja, wo ich gerade mal in der Stadt bin, so, warte mal, Ü, auf Ü kannst du auf friedlich oder auf Fackel, auf Ü kannst du die Waffen der Reihe nach durchschalten. Okay. Nee, auf Ü aktivierst du Kopf, Fackel, Kopf, Axt, Kopf, Schwert. Also damit kannst du sozusagen einmal richtig kompliziert die ganze Scheiße durchschalten. Okay. Auf Sternchen sagst du, aktiviert man seine... Auf Sternchen aktiviere ich die Waffen nacheinander. Ja, ja, ist irgendwie komisch, also. Okay, das ist komisch. Ich laufe ein bisschen mit der Fackel rum. Und gehe ins Gasthaus. Scheiße, Alter, dann lagere ich mein Essen erstmal ein. Gott, lauf doch weiter. Gut, in der Kneipe. Aui. Geralt? Oh, erstmal jucken. So, oh, Soltan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Soltan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer.
Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch. Oh nein, jetzt zeigt er mir, wie man spielt. Ist gut. Sehe, hast du eine Ahnung, wie lange wir ungefähr schon aufnehmen? Absolut nicht, nein. Okay, ich wette mal 3. Würfeln drücken. Ihr habt 3 gleiche, der Gegner hat nichts. Möchte ich erhöhen oder? Weiß ich nicht. Wenn du 3 gleiche hast, kannst du erhöhen. Ich hab gewonnen. Okay. Würfeln drücken. Ich kenne nicht mal Pokern, Alter. 1, 2, 5, 3. Habe ich den letzten nicht mitgekriegt? Und er hat 1. Oh, er hat 3 Einsen und. Oh. Gegner 3, ihr habt ein Paar. Was ist mehr wert? 3 oder ein Paar? 3, oder? Ja, klar. Ihr habt verloren, 21. Je mehr man gleich hat, desto besser ist es, glaube ich. 4, 4, 5, 5, 2. Ich habe 2 Paar. Und er hat 2 Paar. Das heißt, es steht jetzt gleich, oder was? Ja. Okay, dann möchte ich erhöhen. Wieso? Warum nicht? Warum willst du erhöhen, wenn es gleich steht? Weil ich ein besseres Paar hatte als er. Der Gegner denkt nach. 6, 4... Ihr habt gewonnen! Ausgang. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Gut. Was kann... Oh mein Gott, wieder einlagern. Ich muss schon wieder lesen. Eine Aufforderung zur Magie. Ein Buch für junge Adepten der Kunst. Es behandelt die Grundlagen von Magie und Hexerzeichen. Einladung zur Magie. Annabelle Radfind. Magie ist die Inkarnation des Chaos. Ein Schlüssel, der verbotene Türen zu Albträumen öffnet. Zu den Mächten des Bösen, die ganze Welt vernichten können. Habt ihr immer noch keine Angst vor Magie? Wollt ihr sie immer noch zähmen und sie anwenden? Dann wisset, dass Magie eine Gabe ist, die nur wenigen zugeteilt wird. Habt ihr diese Gabe in euch gefunden? Wollt ihr diese Quelle anzapfen? Dann wappnet euch. Denn Jahre intensiver Studien liegen vor euch. Ihr müsst euch enormes Wissen aneignen und euren Verstand unablässig schärfen. Bei kreativer Magie handelt es sich nicht um die Zeichen der Hexer oder Taschenspielertricks. Magie ist eine Kunstform. Wenn ihr gelernt habt, diese Kunst zu meistern, so erlangt ihr die Macht über Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und wer ist im Avatar? Ja, genau. Macht über den Verstand der Menschen. Achso, Macht über den Verstand der Menschen. Macht über euch selbst. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag zu. Danke! Noch mehr zum Lesen. Vielen Dank. Fix. Was lagern wir denn mal alles ein? Sachen. Am besten Alkohol. Behalten wir mal ein paar Bier. Obwohl, wir behalten das Bier und schmeißen das da weg. Sollte man Wertsachen behalten oder verschenken? Weiß ich nicht. Schon wieder 20 Feuersteine gefunden. Ich hab grad 9 Stück. Ich hab 30, 40, 50. Ja, fast 50 Stück. Das ist eine Wertsache. Starker Alkohol kommt. Ich hab den einen Alkohol, Torsion Rot, habe ich schon 12 Mal. Der edelste Wein. Den habe ich 9 Mal.
habe irgendwann aufgehört, die ganze Scheiße aufzuhören, weil ich sie nicht brauche. Ich nehme alles mit. Alles, was ich nur einmal im Inventar habe, lasse ich jetzt mal hier. Kuhmilch. Blaubeeren. Was sind, wie viel sind denn Bargästenschädel wert? Davon habe ich nur 29. Nur 19. Dann halte ich die doch erstmal. Futter. Ich das noch weg und das noch weg. Dann werde ich das zum Verschenken. Da unten kommt jetzt auch der Alkohol hin. So, dann haben wir noch zweimal Salpeter. Das kommt da auch mit rein. Also wenn du in einem Gasthaus meditierst, dann setzt du dich einfach nur auf irgendeinen Teppich und gehst nicht in irgendein Zimmer rein. Oh, wow. Okay, gut, dann können wir jetzt erstmal weitermachen. So, was müssen wir jetzt noch machen? Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange der Part schon geht, das heißt... Warte, wie lange ging der ewige? Der dann 45 angefangen... Ja, wir müssten jetzt etwa bei 25 Minuten sein. Quest. Würfelspiel. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokers. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Nein. Doch, das mache ich die ganze Zeit. Lohnt sich das? Nein, aber es macht Spaß. Finde ich nicht. Was? Also du meinst, ich sollte das ruhig spielen. Wieso hat der gewonnen? What the fuck? Okay. Also du musst nicht machen, du kannst halt. Du hast jetzt einfach nur die Quest, dass du halt das machen kannst. Geht die weg, wenn ich das gemacht habe? Nein. Warum nicht? Weil das ist scheiße, Nebenquest ist dauerhaft läuft. Aber ich will Nebenquest abschließen können. Kannst du aber nicht. Das ist doch gut so. Oh Gott, ey. Würfelpoker. Okay, das heißt, Würfelspiel und Faustkampf sind solche. Der Ghoul-Vertrag, ich brauche noch viermal Ghoul-Blut. Der Ertrunkene kann ich machen. Ertrunkene kann ich abschließen. Dann mache ich jetzt mal das da. Denn zu dem Wichser muss ich eh. Keine Gnade. Ich sollte meditieren gehen. Warte, kann ich denn die Quest mit den Schreinen noch abschließen oder nicht so? Eigentlich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt in der Nacht noch schnell hin. Da ich hab verloren. Nein, mein Geld! Wie viel Geld hast du? 1500. Ich hab's $12 verloren, oder 12 Orens. Orens. Die verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an. Genau wie im Krieg. Man könnte hier auch einfach die ganze Stadt auslöschen, Alter. Mach halt. Ich will ja eben nicht, dass sie sterben. Lebt der wieder? Ich werde mir sparen. Ich habe keine Arbeit für euch. Ich glaube, der lebt wieder. Ich bin schlechter Würfelpokerspieler. Ja, man kann ja nichts machen, man kann ja nur Glück haben. Ja, das ist richtig behindert. Und die schweren NPCs haben halt mehr Glück als die vorherigen. Das ist richtig dumm. Das ergibt natürlich Sinn. Ein glücksbasierendes Spiel so auszulegen, dass andere Leute mehr Glück haben als man selbst. Gute Karte auf jeden Fall. Ich find's cool, dass die Vögel wegfliegen, wenn man langläuft. Also eine Nutte bietet mir 200 Orens an oder eine andere Zahlungsart? Für was denn? Für die Quest, die ich gemacht habe. Als Belohnung. Soll ich 200 Orens nehmen oder soll ich eine andere Zahlungsart nehmen? Speicher vorher und nimm die andere Zahlungsart. Kann der jetzt nicht mehr speichern. Wie viel früher hast du gespeichert? Weiß ich nicht. Das ist doof. Sprecht, schnell. Dein Bart flackert. Danke. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn.
Dieser Fluch muss stärker sein als unbedingt, ich hab doch nicht von der Frage. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Was, jetzt haben wir uns ja wieder auf weniger eingelassen. So, was wolltest du jetzt sagen? Nee, das möchte ich nicht mehr. Okay, dann rede ich jetzt weiter mit ihm. Sprecht, schnell. Oh, dein Bart flackert. Danke. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Nochmal 100 Orens. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Sack. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Soll ich den Geistigen provozieren oder eher nicht so? Mach halt. Sicher? Jetzt verdient. Okay, hat er wirklich, Alter. Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Noch etwas. Sprecht, schnell. Seid ihr der... Ja. Tatsächlich. So ach. Die alte Welt... Ich entschuldige mich, Geistlicher. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Sein Bart flackert. Noch etwas. Danke. Recht, schnell. Adieu. Das ist richtig nervig. Sein Bart flackert einfach die ganze Zeit durch die Gegend. Oh man, könnte mich gerade etwas schlecht gehört haben, weil ich mich zurückgelehnt habe und bequem gesessen habe. Sorry. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 799. 99! Was? Jetzt wird's Tag. Redest du immer noch mit ihm? Nein, ich rede nicht mehr mit ihm. Naja, ich habe gerade mit dieser Hauptprostituierten geredet und sie hat gesagt, sie hat nie davon gehört, dass jemand einer Prostituierten Blumen mitgebracht hat. Und ich so, Moment. Das kenne ich doch irgendwoher, das habe ich doch vor einer Stunde gerade gemacht. Ja. Du hast einer Prostituierten Blumen gebracht? Ja, ich wollte kein Geld dafür bezahlen, ich dachte, es klappt vielleicht. Hat's geklappt? Nein, mein Spiel ist abgestürzt danach. Ach ja, stimmt. Aber es hätte auch so nicht geklappt. Nee, meinst du nicht? Nee. Ich muss ja noch in die ganzen Häuser reingehen, Alter, ich habe noch so viel zu tun. Und, dann reden wir im nächsten Part mit Abigail und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.